Moin. Moin. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen zu einem neuen Video. Wir befinden uns auf Katba. Das ist eine Insel nähe Hanoi. Und wir haben vor, diese Insel mit dem Moped unsicher zu machen. Oder besser gesagt, mit dem Scooter. Und schauen mal, was wir hier so ein bisschen erleben können. Aber unsere Hauptsache, die wir hier eigentlich machen wollen, ist folgende. Wir wollen in die Halong-Bucht und da wollen wir eine Tour durchmachen. Aber ansonsten wollen wir natürlich auch noch ein bisschen durch die Insel fahren. Achso, ich muss mich noch anziehen. Genau. Wir fahren jetzt in die Stadt zum Frühstücken. Maris zieht sich noch schnell um, weil auf dem Roller ist es ja doch ein bisschen kühler. Mit der Sonne und kühler, genau. Deswegen habe ich immer ein T-Shirt dabei, weil das dann noch ein bisschen angenehmer ist. Und jetzt gehen wir essen. Wir nehmen euch ja mit, einmal mit dem Roller rund um Katba und unser erster Stop ist Katba Town, wo du eigentlich alles hast. Du hast hier drei Supermärkte, du hast ein ATM, das funktioniert ganz gut, musst aber ein bisschen Gebühren bezahlen und du hast ja auch ein bisschen, ich finde fast einfacher nochmal vegetarische Optionen zu finden, auch wenn es teurer ist, haben wir uns ein Restaurant rausgesucht, Casa Bonita, vor dem stehen wir gerade. Da kriegst du alle möglichen vegetarischen Sachen, Pad Thai. Jetzt zum Frühstück haben wir Bowls zum Beispiel gegessen, was auch ganz lecker war. Und jetzt geht's los für uns zu einer alten Höhle, wo mal ein Krankenhaus drin war. Genau, also let's go! Da sind wir auch schon wieder raus aus der Höhle. Ja, ging jetzt recht schnell. Wir waren in der Krankenhaushöhle. Die Höhle wurde damals im Vietnamkrieg dazu benutzt, um Verwundete zu pflegen. Versorgen, genau. Und da hat eine Dame uns eine kleine Führung gegeben. Wir waren in den verschiedenen Räumen drin. Und es war eigentlich ganz interessant mal zu sehen. Auch der OP-Raum und auch der zweite Stock war auch ganz schön. Konnten wir so ein bisschen rumlaufen. Aber die war ganz schön zackig unterwegs. Wir mussten ganz schön rennen. Die Eindrücke davon zeigen wir euch natürlich. Wollen wir euch nicht vorenthalten. So, erste Treppenetappe haben wir geschafft. Jetzt stehen wir hier und da geht es auch hoch. Da gehen wir gleich rein, aber guck mal die Aussicht, hammerhart. Voll schön. Yes. Security room, okay. Yes. Aber im Reich kommst du wahrscheinlich. Ah,
Ah, it's like very cool. Yeah. It's not hot at all. Kitchen room. It's a small kitchen room. Hier war der OP-Raum, ne? Da ist ja vorne ein bisschen eine Laterne, das ist so eine kleine Laterne. Eine kleine Laterne hier. Ja, mit der dunklen Arbeit. Interessant auf jeden Fall. Geht's in die nächste Höhle. Jetzt eben in der Trung-Trang-Höhle konnten wir alleine rein, da durften wir ganz alleine langlaufen und richtig cool, da waren so kleine Gänge und enge, schmale, ja, so Höhlengänge, da mussten wir dann auch teilweise krabbeln und Maris hat an einer Stelle gesagt, oh, ich weiß nicht, weil er mag das nicht, wenn es zu eng wird. Ich bin nicht so, also Höhen geht schon,
Aber manchmal ist Höhle auch ein bisschen schwierig für mich. Genau, aber er hat es gerockt und es war richtig eine coole Sache auf jeden Fall. Und ganz zum Schluss haben wir sogar ein paar Fledermäuse hängen sehen. Wir haben uns gewundert, warum es da so ein bisschen stinkt. Und dann haben wir da oben welche hängen sehen. Und ja, jetzt wollen wir als nächstes, weil wir ein Kombi-Ticket gekauft haben für die Höhle und für den Nationalpark, in den Nationalpark fahren. Waren 80.000 Dong pro Kopf. Und jetzt geht's im Nationalpark. Genau. Das Coole ist, dass diese Krankenhaushöhle, die Grotte und der Nationalpark, die befinden sich alle in relativ in der Nähe. Du fährst, glaube ich, von der 3 Kilometer oder so, genau, richtig. Von Ort zu Ort. Alles nebeneinander. Und im Nationalpark läufst du so ein bisschen durch den Dschungel und hast einen kleinen Hike, wo es dann am Ende hoch auf eine schöne Plattform geht, wo du einmal, glaube ich, komplett über Kat Bar schauen kannst. Genau, also du kannst so 1,5 Kilometer hier durch den Park laufen. Und da laufen wir jetzt einfach mal die Strecke ab und gucken, was wir auf dem Weg so finden können. Pause. Wir müssen echt zwischendurch Pausen machen, weil hier geht es so steil nach oben und durch die Luftfeuchtigkeit. Wir sind eigentlich dauerhaft nur am Laufen und es ist echt teilweise echt anstrengend. Wir hatten es gar nicht geplant gehabt, heute eigentlich den Hike zu machen. Also wir wussten, dass es den gibt, da hatten wir überlegt gehabt, ob wir erstmal nur die Höhen und das dann irgendwann mal frühs machen durch das Kombi-Ticket. Aber haben wir uns dann gedacht, ja scheiß was drauf, lass es doch durchziehen. Problem nur, wir haben es gerade Mittag. Genau, zur Mittagszeit ist viel Wasser und viel mal ab und an mal. Genau, ab und zu Pause machen. Der Weg an sich ist Stock und Stein. Schön. Ja, aber. Mal steil, mal nicht so steil. Ist aber anstrengend auf jeden Fall, ja. Ja, es hat es in sich auf jeden Fall. Gerade die Stufen, die hier so hoch gehen. Da fühlen wir uns ein bisschen an Ella erinnert. Ja. Na, mal sehen, mit welcher Aussicht wir belohnt werden. Deswegen sind wir ja eigentlich hier hoch. Ich habe mir als Ziel eine Kokosnuss gesetzt für später. Darauf freue ich mich jetzt schon. Ja, und ich freue mich auf die Aussicht erstmal, oder wir. Ja. Und dann kriegst du deine Kokosnuss hoffentlich. Wir stehen gerade auf der ersten Etappe und wenn man nach ganz oben will, dann muss man da hochlaufen. So, ich befinde mich jetzt auf dem Peak von dem ganzen Ding. Anne ist bei der Zwischenstation stehen geblieben, weil ihr das zu anstrengend geworden wäre. Und sie meinte auch, sie hat ja am Ende wahrscheinlich die gleiche Sicht wie jetzt ich hier oben auch. Tatsächlich verändert sich diese Sicht wirklich nicht so viel. Außer, dass es hier oben wärmer ist und auch nochmal ein gutes Stück hoch ist. Und ja, so sieht die aus. Perspektivenwechsel. Wir stehen wieder an der Unterkunft und wir wollten eigentlich noch zu 2 oder 3 Stränden sogar fahren. Die heißen hier Katko 1 bis Katko 3, komischerweise. Fragt uns nicht, warum man hat es sich einfach gemacht. Ja. Warum den Stränden andere Namen geben? 1, 2, 3 tut es doch auch. Genau. Wir hatten leider das Pech, auch wenn es jetzt anders aussieht. Wir hatten gestern nicht gerade das beste Wetter. Und heute hat es, also die Nacht hat es komplett durchgeregnet und auch den Tag bis jetzt, so in einer halben Stunde geht die Sonne unter. Da schaffen wir es nur leider nicht mehr zu den Stränden zu fahren. Du kannst außer Nationalpark Höhlen gucken, die Halong-Bucht bereisen, kannst du hier halt auch baden und du hast hier 3, 4 Strände, die du halt besuchen kannst.
Ja, ich glaube sogar noch mehr, aber das sind so die bekanntesten, die Katpo 1, 2 und 3. Und ja, jetzt haben wir es leider nicht geschafft, aber wir haben ja in Vietnam noch ein paar Strände vor uns, sodass wir uns darauf auch freuen. Also nehmen wir jetzt so hin. Weil im Norden ist bei uns gerade Regenzeit und im Süden nicht. Richtig, genau. Wir sind jetzt hier zur falschen Zeit, weil es halt eben öfter mal auch regnet und dadurch halt Sachen ins Wasser fallen, die wir uns vorgenommen haben. Im nächsten Video geht es dann zur Halongbucht. Das haben wir nämlich gestern gemacht. Und für uns geht es dann auch schon weiter nach Ninh Binh. Da machen wir einen kleinen Zwischenstopp, weil wir sonst ziemlich lange fahren müssen, Nacht durchmachen müssen. Haben wir gesagt gehabt, nee, komm, pennen wir da eine Runde und fahren dann weiter nach Da Nang. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem Video. Wir sehen uns im nächsten Video in der Halongbucht wieder. Bei unserer Tour freuen wir uns, dass wir euch das zeigen können. Die war gut, seid gespannt. Und ja, lasst ein Like da. Kommentiert gerne. Macht die Glocke an, abonniert uns, damit wir bald haben wir, ich glaube, wir sind jetzt kurz vor der 50. Genau. Wenn wir die 100 haben, können wir unseren Kanal richtig benennen. Genau, also wir sind motiviert und hoffen, dass wir noch mehr Abos kriegen. Hier kommt ihr zum letzten Video. Hier zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss aus Katwa.